Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Autoren des eines Beitrages des Buches Multisensorik im stationären Handel begrüßen dürfen und mit euch sprechen können. Wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Freue mich sehr. Wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Das ist einmal Georg Felser, Professor für Wirtschaftspsychologie, und Patrick Heden, Professor für Marketing und Konsumentenpsychologie. Beide schon lange auch sowohl in der Praxis wie auch vor allem auch in der Wissenschaft unterwegs mit Themen der Konsumentenpsychologie, der Sensorik und glaube ich auch bekannt aus Büchern und Studien. Wir freuen uns sehr, dass ihr einen Beitrag beigesteuert habt. Ich begrüße auch Markus Schweitzer, mit dem wir zusammen dieses Buch herausgebracht haben, und wir freuen uns, die wesentlichen Punkte und ein paar spannende Einsichten von euch auf das Gebiet der Multisensorik im stationären Handel und der sensorischen Eindrücke im stationären Handel diskutieren zu können. Willkommen bei uns. Guten Morgen. Die erste Frage, die sich aufdrängt, wenn man euren spannenden Beitrag liest, ist natürlich, welche Rolle eigentlich die Ladenumwelt für unser Kaufverhalten spielt. Georg, was ist das Wesentliche für dich für das Kaufverhalten? Also ich denke an mindestens zwei wichtige Effekte. Zum einen die Steuerung von Aufmerksamkeit vor Ort. Da sind einfach nochmal ganz neue Reserven, ganz neue Möglichkeiten für den Handel, die ja, wie gesagt, ein bisschen zu steuern, wo die Kunden hingucken und wo die Kunden auch sozusagen ein bisschen verharren. Auf der anderen Seite das Erlebnis. Also der entscheidende Faktor bei Multisensorik ist ja nun mal, dass die Summe sozusagen der Teile sozusagen nicht alles ist, sondern dass die Erlebnisse sozusagen über diese Summe hinausgehen, dass es also sozusagen eine Interaktion gibt, dass das Erlebnis sich verändert und dass man tatsächlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass beispielsweise, ich sage jetzt mal, die Cola genauso schmeckt, ob man ihren Namen kennt oder nicht, ne, ihre Marke kennt, dass es sich wirklich auch bis hin zur Sensorik, jedenfalls gibt es Hinweise darauf, sozusagen auswirkt, welche anderen Inputs noch reinkommen. Und da, wie gesagt, auch das sind Reserven. Ihr beschreibt in eurem Buch einen ganz spannenden Ansatz, nämlich das Bottom-up und Top-down-Theorem. Könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen, was ihr dahinter versteht oder wie das funktioniert? Ja, die grundlegende Idee ist eben, dass Menschen nicht nur reizgesteuert einkaufen gehen oder nicht nur reizgesteuert reagieren, sondern natürlich auch Ziele verfolgen, Konsumziele in dem Fall. Und die Überlegung stammt grundsätzlich von Scheier, der dann eben sagt, dass man am Point of Sale im Geschäft Codes einsetzen sollte, auch in der Produktpolitik Codes einsetzen sollte, also Signale, die der Zielgruppe zeigen, dass das ideale Geschäft oder das ideale Produkt ist, um die eigenen Konsumziele zu erreichen. Und die große Frage ist, wie macht man das? Da gibt es ja durchaus auch die Ansätze, bestimmte Symbole zu verwenden, die diese Zielgruppe kennt, und Konsumziele würde ich in dem Zusammenhang auch gleichsetzen mit Motiven. Da gibt es ja das Modell von Bischoff, das ist, glaube ich, in der Praxis auch recht bekannt, wurde ja angepasst ans Marketing, auch von Heusel, die dann eben mit drei Grundmotiven arbeiten, und diese Grundmotive, das Erregungssystem, das Dominanzsystem, das Sicherheitssystem, sind ja alle verknüpft mit ganz bestimmten Signalen und Codes, die den Konsumenten sagen, wenn du eher erregungsmäßig unterwegs bist, also das Abenteuer suchst, Thrill, Abwechslung, Neugier befriedigt, dann sind damit auch ganz bestimmte Signale verbunden. Und wenn die Konsumenten diese Signale sehen,
dann wird das Produkt und die Ladenumwelt aus Sicht der Konsumenten relevant. Und dadurch fühlen sich dann eben zugewandt diesen Produkten und in den Geschäften und ignorieren dann quasi andere Produkte und Geschäfte, bei denen sie keine relevanten Signale entdecken und wo sie dann sagen, na, die sind nicht sehr hilfreich, diese Geschäfte, um meine Konsumziele oder meine Konsummotive zu erreichen. Das ist so die grundlegende Idee, die dahinter steckt. Ich würde vielleicht noch ergänzen, die Frage sozusagen, ob ich durch die Ladenumwelt die Aufmerksamkeit sehr gut lenken kann, hängt von Bottom-up und Top-down natürlich schon sehr stark ab. Wenn ich jetzt sagen würde, das sind Reserven für den Handel, ne, oder das würde ich auch unterschreiben, dann will ich gleichzeitig aber auch nicht behaupten, dass das ein Hebel ist, der unglaublich viel bewegt. Man darf nicht unterschätzen, wie gut wir darin sind, wie effektiv wir darin sind, Dinge auszublenden, wenn wir ein Ziel verfolgen. Ja? Manche Leute gehen ja nun mal ins Geschäft und haben ein ganz klares Ziel, meinetwegen, wenn die Milch fehlt und ich auch nicht viel Zeit habe und so und ich weiß, wo die steht, ne, dann gibt es relativ wenig, was mich ablenken kann. Und das bedeutet es natürlich auch, dass wir top-down gesteuert sind, ne, und dann natürlich den Rollern runterfahren für vieles andere, was links und rechts ist. Und diese Fähigkeit darf man, wie gesagt, nicht unterschätzen. Und deshalb ist ja auch die Unterscheidung so sehr wichtig. Das ist auch der Sinn dieser Unterscheidung gewesen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir natürlich ein Stück weit eine bestimmte Rezeptionshaltung voraussetzen, die manchmal gegeben ist und manchmal nicht. Das heißt, man müsste ja dann als Händler dann unterschiedliche Settings haben, oder? Für die Zielgruppen oder eben auch Motive, die man ansprechen müsste. Wie kriegt man das hin? Na, also wenn man jetzt mal an Bekleidungshandel beispielsweise denkt, da wird das ja umgesetzt. Da gibt es unterschiedliche Markenhändler, die verschiedene Konzepte verfolgen. Ich denke mal, ein bekannter amerikanischer Modekonzern mit eigenen Geschäften, auch vereinzelt in Deutschland, die haben es ja auf die Spitze getrieben, indem sie halt eher so dieses California-Feeling vermitteln wollen mit ihrer Ladengestaltung, die eher so die sportlichen Typen adressieren möchten, die sich dann ja eben auch im Geschäft wiedererkennen. Also da haben sie die entsprechende Musik, die Playlist kann man auch über Spotify sich anhören. Sie haben Geruch im Geschäft, also Beduftung, Ladenbeduftung findet statt. Sie haben entsprechende Dekorationen mit Surfboards, mit Videos aus Kalifornien und so weiter. Und das ist eben ganz stark auf diese Zielgruppe zurechtgeschnitten, die sich dann eben auch als sportlich, als etwas besser, nicht sportlich im Sinne von ich tue was für mich selbst, sondern ich will anderen zeigen, dass ich sportlich bin und cool bin und hip bin. Ist ja auch ein Konsummotiv, das da angesprochen wird. Und da finden sich die Konsumenten dann eben selber wieder und suchen dann bevorzugt auch diese Geschäfte auf. Und Ähnliches wäre natürlich dann auch bei den Wettbewerbern denkbar, um sich im Markt zu differenzieren. Was ein bisschen schwieriger sein wird, ist vermutlich in Geschäften, die eben eine große Masse an Konsumenten ansprechen. Also Lebensmittel, Einzelhandel, da ist das wahrscheinlich nicht ganz so speziell umzusetzen. Da wollte ich gerade hingehen mit der Frage auch, ob es für euch, also eurer Sicht, empfehlenswert ist, verschiedene Motive unter einem Dach anzusprechen. Und wie sowas auch gelingen kann oder was auch die Pitfalls unter Umständen sein könnten. Ja, wie ich auf die Frage antworten würde, wird erstmal beginnen mit der Annahme, mit der Unterstellung, dass diese Motive, von denen wir sprachen, bei uns allen angelegt sind. Das ist erstmal die Grundidee, die wir haben. Die zweite Grundidee, daraus ergibt sich natürlich nicht unbedingt, dass die genau gleich stark sind. Das heißt, in einer gewissen Hinsicht sind wir besonders ansprechbar für das eine oder andere Motiv. Das heißt, jemand ist meinetwegen dauerhaft mehr im Stimulanzbereich oder im
Balancebereich und das ist so sein, aber das ist eigentlich nicht wirklich motivationspsychologisch gedacht. Motivationspsychologisch, das ist viel zu sehr wie das, als wäre das ein Persönlichkeitsmerkmal, hinter das man nicht zurück kann. Die Motivationspsychologie denkt sich das eigentlich, zumindest nach meinem Verständnis, eher als das Zusammenspiel von Anreiz und Motiven. Man kann Dinge auch herauskitzeln aus uns, ne? Also was weiß ich, zum Beispiel werden auch Leute, die gar nicht so stark leistungsmotiviert sind, trotzdem so ein bisschen angestachelt, wenn sie sehen, ah, hier kriegst du meinetwegen ein Feedback über darüber, wie gut du bist. Ne? Und dieses Feedback, hier erfährst du etwas über dich oder über deine Leistung, über deine Fähigkeiten oder sowas, ne? würde auch Leute anstacheln, die dieses Motiv in so großer Ausprägung gar nicht haben. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, dass man eben auch Anreize setzt, die zu einem bestimmten Motiv passen, und dann kriegt man schon noch mal ein paar Leute, die das in dieser großen, dieser starken Ausprägung nicht haben. Das ist so ein bisschen die Grundlogik. Und so gesehen kann man schon sagen, naja, ich biete eine Umwelt, die halt verschiedenen Motiven auch einen Ansatzpunkt, einen Andockpunkt bietet, weil wir davon ausgehen, dass eigentlich wir alle irgendwie da zu packen sind, mal mehr, mal weniger. Das ist ein spannendes Stichwort, eigentlich, diese Umwelt, die wir bieten. Denn das, was du gerade angesprochen hast, hat mich viel an Gamification erinnert, dieses direkte Feedback und auch dieses spielerische. Ja, genau, das meinte ich. Genau, das wäre so ein Beispiel. Also sozusagen dieses Gamification ist, danke für das Stichwort, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass natürlich erstmal Leute, an diesem Leistungsmotiv besonders zu packen sind, natürlich die als allererstes. Ne? Aber das ist manchmal anreizend, sozusagen, so ist ja der Begriff, gemacht, dass es auch Leute packt, die da jetzt nicht sozusagen dauerhaft aktiviert sind. Ne? Gamification ist ein super Beispiel dafür, wie man Leute, die jetzt nicht chronisch sozusagen leistungsmotiviert sind, trotzdem dazu bringt, mal was auszuprobieren, weil sie eben Feedback bekommen. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatzpunkt. Beide Punkte, die ihr gerade auch gebracht habt, nämlich das eine, dass man sagt, ich muss meine Leistung anpassen oder meine Gestaltung und das Design und mein Angebot anpassen, so dass sie relevant sind für die Ziele der Shopper. Auf der anderen Seite aber auch, dass man die Ziele der Shopper natürlich auch in der Relevanz verändern kann. Das sind zwei spannende Punkte, aber beide kann ich so gefühlt im Online-Shop fast besser machen, weil ich nämlich einmal im Online-Shop weiß, wer kommt da auf mich zu. Meistens habe ich ja viel mehr Daten, und im Online-Shop habe ich ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Feedback sehr viel schneller zu geben. Gamification, das ist ja praktisch fast online. Jetzt gehen wir ja von der Prämisse aus, diese Multisensorik, von der wir die ganze Zeit sprechen und schreiben, ist ein Wettbewerbsvorteil eigentlich für den stationären Handel. Eine Chance, dass der stationäre Handel eben eine Relevanz im Leben der Menschen haben kann. Seht ihr das auch so? Oder seht ihr, wo seht ihr den stationären Handel positioniert bei den Sachen? Also im stationären Handel, der hat sicherlich den Vorteil, dass er die ganzen Nahsinne hervorragend bedienen kann. Also fühlen, riechen insbesondere, schmecken bei Verkostungen sicherlich auch. Und dadurch eben auch ein Einkaufserlebnis schaffen kann. Also nicht im Onlinehandel, sicherlich kann man sich die Produkte nach Hause bestellen und kann dran riechen und kann sie anfassen und würde sie im Zweifel wieder zurückschicken. Aber es geht ja im Handel nicht nur darum, Produkte ins Regal zu stellen, sondern eben auch einen Mehrwert durch diese Einkaufserlebnisse zu bieten, die man natürlich auch sensorisch gestalten kann durch Musik, durch Farben, durch Düfte, mein Spezialthema, und Haptik, dass man Dinge anfassen kann, und diese Erlebnisse, die fehlen dann eben im Onlinehandel. Und da denke ich mal, hat der stationäre Handel definitiv einen riesengroßen Vorteil. Und vielleicht auch der stationäre Handel hat natürlich die beiden Vorteile dieser Aufmerksamkeitssteuerung und dass diese Multisensorik auch wirklich mit Leben gefüllt wird. Das heißt also, es ist jetzt nicht eine simulierte Berührung zum Beispiel, was ja der Onlinehandel dann versuchen muss, ne, um das zu kompensieren, sondern man kann echt berühren und das Produkterlebnis ändert sich dadurch. Davon sprechen wir an vielen Stellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Aufmerksamkeitsregulation sei so ein wichtiger Faktor, ne, da muss man bedenken,
denken, stationärer Handel hat ein Stück weit mehr als der Onlinehandel den Daumen drauf, wo die Leute gerade hingehen. Ne? Also man kann jetzt meinetwegen nicht durch IKEA gehen, ohne an den Küchen vorbeizukommen oder an den Schlafzimmern oder sonst was. Ne? Da ist ein Stück weit sozusagen regulierbar, was die Leute zu welchem Zeitpunkt sehen. Ein Stück weit. Ne? Man kann natürlich auch Abkürzungen nehmen und das ist auch dann ein Stück andererseits vielleicht auch wieder frustrierend, wenn man gar nicht anders kann, als meinetwegen diesen, jetzt wieder Stichwort IKEA, diesen Riesenweg zu nehmen oder sowas. Das fand ich immer ein bisschen frustrierend bei IKEA. Aber nehmen wir mal, also das gibt es ja im Kleinen ja auch. Ne? Also das heißt, was ich sagen will, ist, da ist die Umgebung physisch da und sie muss wirklich auch physisch sozusagen durchdrungen werden oder erlebt werden. Das geht nicht mit dem Klicken. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, man würde einen Online-Shop so gestalten, dass die Leute gezwungen sind, durch so und so viele Abteilungen zu gehen, bis sie da ankommen. Also natürlich programmierbar wäre das. Ne? Aber ich glaube, da würde der Online-Handel ja in einer gewissen Hinsicht einen wichtigen Vorteil preisgeben, den er hat. Ne? Aber auch andererseits hat er eben auch diesen Vorteil des stationären Handels auf der anderen Seite nicht, ne? Den die vielleicht auch dann nutzen können, ne? Indem sie sagen, wir wissen ja, du wirst da vorbeikommen. Ne? Das geht gar nicht anders als Beispiel. Ne? Ich finde das sehr spannend. Das ist tatsächlich ein Punkt, von dem ich glaube, dass sich genau auch dass der Einkaufsgrund auch ändern wird wahrscheinlich in Zukunft. Wenn man das so zu Ende denkt, dann wird es ja darauf hinauslaufen, dass man Einkaufen im Supermarkt, Einkaufen in stationären Geschäften aus einem anderen Grund macht, außer dem reinen Versorgungseinkauf, sondern dass man es tatsächlich macht, um Erlebnisse zu haben. Und da ist eine Multisensorik ja naheliegenderweise ein sehr wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, ob es irgendwelche Stolperfallen gibt in der multisensorischen Gestaltung. Ob ihr sagt, pass auf, man kann das übertreiben, oder das ist jetzt etwas, wo man wirklich darauf achten muss, macht das auf keinen Fall, wenn ihr den Laden multisensorisch gestaltet. Also Stichwort übertreiben ist meiner Meinung nach genau das Richtige. Also man hat natürlich im Handel oftmals viele Möglichkeiten, die man zu Beginn erstmal anfängt auszuprobieren, wenn man sich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt. Und da besteht durchaus auch die Gefahr, das eine oder andere Mal zu übertreiben. Damit meine ich insbesondere auch meine Erfahrung, die ich mit dem Dufteinsatz vor Ort habe. Also wenn man sich da mal ausprobiert, um zu gucken, inwieweit Düfte, Raumbeduftung, Konsumentenerlebnis erhöht, dann besteht häufig ja das Verlangen, die Intensität so aufzudrehen, dass die Konsumenten die sofort bemerken, wenn sie ins Geschäft kommen, und dann ist die Intensität eigentlich schon fast zu hoch. Also ideal, das wäre so ein Beispiel, ideal würde die irgendwo im Hintergrund, ähnlich wie Hintergrundmusik, eher unbewusst beiläufig wahrgenommen werden. Das heißt, da lieber ein bisschen dezent, lieber ein bisschen zu wenig als zu intensiv auf der kompletten Klaviatur der Sensorik zu spielen. Und auch aus der Produktgestaltung kenne ich das ja auch, insbesondere die Sinnesreize einzusetzen, die dann eben auch Sinn ergeben oder Sinn machen, und nicht irgendwelche Sinnesreize, Düfte zu bemühen, die vielleicht in dem Kontext gar keinen Sinn machen. Und ein anderer Gedanke ist natürlich immer noch an diesem Bottom-up, Top-down, Dichotomie sozusagen aufgehängt. Leute, wenn sie denn Ziele haben, wollen die ja erstmal erfüllen. Ne? Wenn man da jetzt reingrätscht, ist das eben auch frustrierend für die. Das würde natürlich durch eine deutlich dezentere, durch dezenteres Auftreten ein Stück weit berücksichtigt, ne, dass einer nicht meint, sozusagen, ich werde hier aufgehalten oder kann nicht machen, wofür ich eigentlich hier bin. Ne. Denke ich, das ist also sehr wichtig. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man in einer Situation ist, die einem
einem schlendern und mal gucken, was da ist, so gleich kommt. Und da ist, wir haben eben so ein bisschen den Versorgungseinkauf als Thema gehabt, ne? Der kennt durchaus beides, ne? Also da gibt es genug Leute, die sich fragen, sozusagen, was kann ich mir denn noch alles besorgen? Zum Teil auch einfach, weil es mir Spaß macht. Ne? Ich habe meine Pflichten hinter mich gebracht und jetzt kann ich auch mal ein bisschen gucken, ob es jetzt Schokolade oder Chips oder was auch immer, was ich genieße, sein soll. Und dann finde ich eine wichtige Frage sowieso noch offen. Also nämlich die Frage der unterschiedlichen Wirkungsebenen. Auf der einen Seite, wir unterhalten uns meistens über Wirkungen, die man direkt erfragen kann, also die nicht so super subtil sind, die zum Beispiel auch ob die halbwegs bewusst erlebt werden. Ne? Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass ganz, ganz viel von dem, was gerade in der Multisensorik wirkt, auf Ebenen wirkt, die den Leuten nicht bewusst sind. Auf einer impliziten Ebene, das heißt, man sieht die Wirkung, aber sie würde nicht bei einer Befragung rauskommen oder so. Ne? Man würde nicht die Leute haben es möglicherweise überhaupt nicht bemerkt. Ne? Und diese Ebenen sind, glaube ich, ohnehin noch viel zu wenig erforscht. Ne? Also bei vielen Sachen, wir haben uns zum Beispiel das Thema Musik ja rausgenommen als ein Beispiel, das ist in vieler Hinsicht auch ein gutes Beispiel, aber in einer Hinsicht nicht, nämlich man kann die einzelnen Elemente der Musik kaum isolieren und sagen, es liegt jetzt genau am Takt oder es liegt jetzt genau an der Tonhöhe oder an der Färbung und an der Klangfarbe, an der Instrumentierung und ich weiß nicht woran, ne? Weil ja meistens man das nicht ändern kann, ohne gleich eine ganze Menge mitzuändern und wenn man es isolieren würde und nur das machen würde, wäre es keine Musik mehr. All diese Dinge machen das Erforschen dieses Themas und dieses Lokalisieren, wo genau ein Effekt kommt, natürlich super schwierig. Aber gerade für die Frage, ob es sich jetzt hierbei um einen bewussten Effekt handelt oder ob es einer ist, der sozusagen eigentlich nur die Stimmung insgesamt verändert, ne? Ist das natürlich ein großes Problem. Das sind andere Dinge und ich glaube, Patrick, das wirst du bestätigen oder bestreiten jetzt, das weiß ich gar nicht, was du dazu sagst, stelle ich mir einfacher vor, dass man dann sagt, okay, also ich probiere das, ich isoliere meinetwegen diese einzelne Komponente und schaue dann, ob es an der gelegen hat und ob die auf einer auch vielleicht etwas weniger bewussten Ebene trotzdem die ganze Anmutung einer Konsumsituation verändert hat. Bei Düften, da steht ganz, ganz stark das Gefallen im Vordergrund. Also eigentlich eine ganzheitliche Beurteilung, Wohlgefühl, wenn einem ein Duft gefällt, dann hält man sich in der entsprechenden Umgebung auch gerne auf. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz dominant immer wieder in verschiedenen Studien rausgekommen. Hängt teilweise auch von der Passung ab, muss aber nicht unbedingt immer sein. Also es ist ein schwieriges Thema, mit dem ich mich im Moment sehr, sehr, sehr intensiv auch beschäftige. Die große Frage, muss ein Duft immer passen? Mhm. Häufig würde man sagen, ja, in der Regel schon. Aber in der Forschung ist es ja häufig so, dass man dann immer nur zu einem Messzeitpunkt eine Studie macht und keine Langzeitstudien. Und die Erkenntnis, die dabei verloren geht, ist eben auch, wie lernen denn Konsumenten diesen Reiz, einen neuen Duftreiz zu integrieren in ihre Welt, in ihre Umwelt. Das sind Themen, die bisher noch nicht so gut untersucht sind. Und mein Beispiel ist immer Farbe, Telekom, als die privatisiert wurde von der Gelben Post zu Magenta, gab es damals einen riesengroßen Aufschrei, das passt doch nicht, das geht doch nicht. Und heute hat sich die Telekom mit diesem Magenta eben ein starkes, klares Differenzierungsmerkmal bis hin zum Produktnamen ja sogar erarbeitet und es ist eine extrem beliebte Farbe, weil die Telekom offensichtlich damals den Mut hatte, gegen diese Widerstände anzugehen und auf das langfristige Lernen der Konsumenten eben auch zu hoffen. Und das fehlt mir teilweise auch. Also manchmal würde man sich auch den Mut wünschen, länger an Sachen dran zu bleiben und die umzusetzen, auch wenn es am Anfang ein bisschen Widerstand gibt. Aber
im Endeffekt bekommt man damit dann eben auch ein Differenzierungsmerkmal, das relativ einzigartig ist, indem man eben neue Reizkombinationen ausprobiert. Der einfachste, problemloseste Weg ist sicherlich, immer Reize zu nehmen, die gut zueinander passen, weil die Konsumenten das so gelernt haben. Ganz spannender Punkt, diese Kohärenz oder eben auch die Ganzheitlichkeit und auch die Schwierigkeit, eben, dass man einzelne Reize oder Effekte eben sehr schwierig isoliert auch bewerten kann. Aber ich würde noch ganz gerne auf einen Punkt noch zurückkommen, den ihr angesprochen habt, den ich sehr spannend finde, nämlich so diese Gratwanderung zwischen einerseits Erlebnisinszenierung, der man ja heute immer wieder spricht, auch im Verkaufsraum, und das andere ist am anderen Pol sozusagen die Manipulation. Also ich lenke irgendetwas auch sehr bewusst oder eben auch unbewusst. Wo seht ihr so den Grad oder wo ist die Schwelle zwischen Inszenierung und Manipulation? Kann man das überhaupt sagen? Ich würde jetzt erstmal rückfragen, ist jetzt mit Manipulation gemeint, der sozusagen der auch sozusagen die ethische Dimension dabei, die dann natürlich dazu führt, dass dass man Grenzen überschreitet. Gut, wenn das gemeint ist, dann würde ich auf jeden Fall, also ich würde die Frage nicht unbedingt zurückweisen, aber ich würde trotzdem natürlich sagen, naja, es ist, man macht das ja, man macht das ja im Grunde ständig durch jede Verpackungsgestaltung, durch jeden Geschmack, den man reinbringt, durch jeden Namen, den man vergibt, ne? Will man natürlich versuchen, einen Gesamteindruck zu erwecken, der sozusagen natürlich am Ende gefällt und der verkauft wird. Und ich will mal auf folgenden Punkt hinaus. Ne? Wenn ich feststelle, und man stellt es nun mal fest, ne, dass die Cola anders schmeckt, wenn man die Marke kennt. Ne? Es gibt ja auch Studien, wer das braucht, um davon überzeugt zu werden, der kann es ja sogar zentralnervös finden. Ne? Aber ich finde es auch, man findet es auf vielen Ebenen, ne, dass sich durch so ein Wissen, dass das Erlebnis ändert. Ne? Und nun kann man sich fragen, ist das jetzt irgendwie, haben sich die Konsumenten damit irgendwas eingeredet? Ne? Ist das irgendwie eine Täuschung? Das würde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, zurückweisen. Ich würde sagen, das ist nun mal das authentische Erleben dann. Ne? Es hat sich geändert, aber es ist nun mal, das ist es nun mal. Das ist das Ganze. Ne? Genauso kann ich auch sagen, der griechische Wein schmeckt mir natürlich, wenn ich auf die Ägäis gucke, anders, als wenn ich bei mir zu Hause auf die nackte Wand oder auf den auf die Bretterwand des Nachbarn gucke. Das schmeckt dann natürlich dann verschieden. Ne? Das Ganze, das ist schon irgendwie einerseits Inszenierung, die ich vielleicht, wo ich sozusagen vielleicht mein eigenes Bewusstsein auch vielleicht für schulen sollte, dass mir das auch dann klar wird, ne? Dass die Genüsse, die ich mir verschaffe, die ich mir vielleicht auch absichtlich verschaffe, beim Beispiel des Weins, ne? Dass die sich verändern, auch durch Umgebungsfaktoren, dass mein Körper anders reagiert. Auch dafür gibt es Nachweise, dass der Körper anders reagiert, wenn die Umgebung plötzlich eine andere ist und ich dann meinetwegen irgendetwas konsumiere. Ne? Und das muss man sich, glaube ich, bevor man sich der durchaus relevanten Frage zuwendet, wo beginnt jetzt das ethisch Verwerfliche, muss man alles vorher erstmal akzeptiert und verstanden haben, damit klar ist, ne, das ist aller Orten. Dieses Phänomen ist erstmal ganz, ganz verbreitet, auch da, wo niemand das versucht herzustellen. Ne? Also mein Urlaubswein-Beispiel hat ja keiner als Marketing-Gag erfunden, um zu sagen, so, jetzt verändere ich dein Produkterleben oder sowas. Na, aber so ist nun mal dann auch mein Produkterleben und wird davon abhängen. Ne? Und wenn man sich das
klar gemacht hat, dann kann man sich die Frage natürlich nochmal neu stellen, wann beginnt dann genau eine Manipulation, die ein ethisches Problem aufwirft. Und die Richtungen, die ich dann bei solchen Fragen gehe, hängen natürlich ein Stück weit daran, könnte es den Konsumentinnen und Konsumenten in irgendeiner Weise schaden, sie zu unvernünftigen Konsumhandlungen verleiten, die geben viel mehr Geld aus, als die Sache vielleicht wert ist. Schaden ihrer Gesundheit sowieso, das ist ja sowieso klar. Unvernünftige Konsumhandlung, habe ich gesagt. Ich hatte noch einen Gedanken, der ist mir gerade entfleucht. Aber jedenfalls, es gibt so eine ganze Reihe von Kriterien, die ich dann immer noch für wichtig halte. Ja, richtig, der Gedanke von vorhin war sowas Paternalistisches zum Beispiel. Wenn ich sage, zu deinem Wohl erziehe ich dich jetzt, ne, dahin, die Sache so zu empfinden, meinetwegen die Zigarette zu verabscheuen, weil sie dir nicht gut tut, konditioniere ich dich in irgendeine Richtung, ne? Wo man dann fragen kann, geht das zu weit, greift das zu weit in die Freiheiten, in die autonomen Entscheidungen der Leute ein? Ne? Aber so autonom, dass man sagen kann, unabhängig von Randbedingungen ist das Konsumerlebnis immer dasselbe, ne? Ist die sowieso nie gewesen, die Entscheidung. Das stimmt natürlich. Jetzt ist das ja gerade mein Forschungsgebiet, ne? Die Frage der vulnerablen Konsumenten und der verletzlichen Konsumenten. Das ist richtig und das ist ein ganz schwieriges Feld. Und Verbote und Nudging, wie man es ja auch für das Gute betreiben möchte, das ist sicherlich ein Punkt, an dem man lange drüber nachdenken muss, welches Menschenbild dahinter steht und inwiefern, ob ich dann den aufgeklärten Konsumenten ganz und die Konsumentin ganz über Bord werfe, die wir ja als Menschenbild auch im Marketing und in der Konsumentenpsychologie haben, zu Recht. So ein bisschen kann man aber das Beispiel von dir jetzt natürlich auch gerade umdrehen, ne? Dass ich sage, wenn ich meinen konditionieren, Zigaretten nicht mehr zu mögen, natürlich versucht jetzt eben eine andere Gruppe, nämlich die Zigaretten anbieten, Menschen so zu konditionieren, dass sie Zigaretten mögen. Und das ist, dann an der Stelle sind wir eben an der Frage, wo ist denn da die, ja, was ist ethisch? Und das ist keine Frage, die man einfach so einfach beantworten kann. Das ist also schon gar nicht jetzt im Rahmen dieser 20-Minuten-Interview, aber das ist ein wichtiger Punkt, den man sicherlich aufwerfen muss. Das sehe ich wirklich ganz genauso. Ich würde noch einen letzten Punkt von meiner Seite aus anbringen und die hängt so ein bisschen damit zusammen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mit Multisensoren zu tun hat. Das ist die Tendenz, die man jetzt seit einigen Jahren schon entdecken kann, dass Marken immer mehr einen Stand einnehmen, immer mehr ein Wertesystem, eine Wertpositionierung einnehmen müssen und sollen und nach außen positionieren, wo sie stehen und welche Werte sie verkörpern. Das ist etwas, was man natürlich in der Werbung sieht, aber auch am Point of Sale nehmen kann, wenn Marken durch Produkte, durch Verpackungen ihre Werte verkörpern oder auch durch Displays ihre Werte verkörpern wollen. Das würde mich wirklich interessieren. Wie ist eure Meinung zu diesem Phänomen, zu dem Phänomen, dass Marken sich nicht neutral verhalten sollen, sondern wirklich eine Position im Wertesystem einnehmen sollen und für bestimmte Werte stehen sollen, auch politische Werte, und damit ja einmal Relevanz für den Konsumenten vielleicht, aber auch bestimmte Werte kommerzialisieren. Was denkt ihr dazu? Damit spielst du wahrscheinlich auf das Thema Brand Activism an. Ja, gibt es ja interessante Veröffentlichungen jetzt auch in letzter Zeit zu, die so ein bisschen ambivalent sind. Erste Versuche scheinen darauf hinzudeuten, dass man damit jetzt nicht durchweg erfolgreich ist. Also man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass man aneckt und dass man dadurch natürlich auch Konsumenten verprellt, aber auf der anderen Seite, dass natürlich auch bestimmte Konsumenten das immer mehr erwarten, dass Unternehmen, dass Marken Stellung beziehen, gerade was Nachhaltigkeit angeht. Ist das sicherlich auch ein Thema, das für Marken relevant ist. Letztendlich muss man das selber entscheiden, so einfach wie das jetzt klingt, ob man dieses Wagnis eingeht und vor allem auch wie. Also wenn man sehr, sehr klare Kante zeigt, könnte ich mir vorstellen, dass man sehr, sehr schnell aneckt und auch Konsumenten verprellt. Und das ist sicherlich nicht im Sinne der Unternehmen. Aber wenn man es behutsam, sage ich mal, angeht, und sagen wir mal, kleine Schritte geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus
erfolgreich ist. Es ist letztendlich eine unternehmerische Entscheidung, zu der die Forschung bisher noch nicht allzu viel beiträgt und das ist auf jeden Fall ein interessantes Forschungsfeld. Wenn ich dazu zwei, drei Gedanken noch sagen kann, dann ich denke, was diese Markenwirkungen betrifft, haben wir in mehreren Publikationen eigentlich, also nicht wir, sondern die Forschung beobachtet, dass viele Wahrnehmungen für markenaffine Leute gelten und für die sozusagen da niedrig scoren, eigentlich nicht. Das heißt, ich kenne da jetzt nicht irgendwie so Grundraten, dass man sagt, die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten sind markenaffin und die andere Hälfte lassen sich davon im Grunde wenig beeindrucken. Aber ich will nochmal darauf aufmerksam machen, dass es die gibt, die sich davon eigentlich wenig beeindrucken lassen. Ne? Und dass ganz viel, was in der Forschung gesagt wird, was dann auch bei mir sozusagen zunächst mal ankommt, ist so gewissermaßen der Gedanke, was die Marke da tut, ne? Das treibt ganz, ganz viele Leute um. Ne? Aber das könnte immer noch ein Teil sein, der gar nicht so groß ist. Ne? Sagen wir mal die Hälfte der Leute. Das finde ich jetzt zum Beispiel keinen so riesengroßen Teil, wenn man sich überlegt, dass es eine ganze Menge Leute gibt, denen das relativ egal ist. Ne? Das ist so vielleicht ein Gedanke, der mir wichtig ist, dass man vielleicht auch die Aktivitäten der Marken, die so in Richtung bestimmte Images gehen, dass man die vielleicht auch nicht überbewerten sollte. Das gibt eben eine ganze Reihe von Leuten, bei denen das überhaupt nicht ankommt, die das dann trotzdem kaufen. Auf der anderen Seite kann man natürlich es wirklich mit einer riesen PR natürlich sehr, sehr weit treiben und sozusagen selbst den letzten im letzten Winkel noch erreichen und dann sagen, so, jetzt stehe ich aber für XYZ, ne? Positioniere mich da politisch. Ne? Da stelle ich mir die Frage, ich finde das einerseits natürlich irgendwie gut, wenn man sagt, es sind irgendwie Werte, die man teilen kann. Ne? Aber von den Werten, die alle teilen, gibt es jetzt so nach meiner Vorstellung nicht so unendlich viele. Ne? Und von den Werten, die sehr, sehr umstritten sind, frage ich mich, um Gottes Willen, wie kommt ihr auf die Idee, sozusagen da solche Breitseiten zu liefern? Ja? Also euch angreifbar zu machen. Ich meine, wenn man sagt, was weiß ich, ich finde es wahnsinnig toll, dass Donald Trump vielleicht wiedergewählt wird oder sowas und was immer für Werte ich dann propagieren sollte, das werde ich jetzt tun. dann weiß ich nicht, ob man dann immer noch ein normales Wirtschaftsunternehmen ist, wenn man dann auch sich solche umstrittenen Werte zu eigen macht und sich da vor irgendwelche Karren spannen lässt. Sehr spannend. Wollen wir noch was zurück zur Ladengestaltung und so ein bisschen sozusagen kanalisiert in die Schlussrunde gehen? Für die Händler oder die Händler als Ansprechpartner, was würdet ihr für die multisensorische Gestaltung des Ladenumfelds weitergeben wollen? Was sind die fünf zentralen Punkte, die ihr als Empfehlung aussprechen würdet, aus eurem Beitrag heraus? So, jetzt wir haben ja schon mal die Hand, um zu gucken, ob wir überhaupt auf fünf kommen. Okay. Ja. Ich kann gerne kurz starten mit einem Punkt, auf den ich jetzt vielleicht als Berufskrankheit häufig drauf achte, das ist der Geruch. Es muss nicht immer beduftet werden, aber ich denke mal, es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Hygienefaktor, wenn es im Laden unangenehm riecht. Und das, wenn man mal darauf achtet, das kommt häufiger vor, als man vielleicht glaubt. Das kann an Teppichböden, das kann an Klebern liegen von neu gestalteten Geschäften. Das kann sein, dass es irgendwo ein bisschen müffelt, was einem selber als Ladenbetreiber vielleicht gar nicht mehr so auffällt. Aber wenn man sich in einer Umgebung aufhält, in der es unangenehm riecht, dann verkürzt sich dadurch eben auch dramatisch die Aufenthaltszeit. Und das ist für mich so ein Hygienefaktor, also mindestens für einen neutralen Geruch im Geschäft sorgen.
Sollen wir Ping-Pong machen? Dann mache ich gerade einen anderen Gedanken. Top-down und bottom-up, das ist natürlich was sehr auch für jedes Geschäft individuelles. Das heißt, man kann ja mal analysieren und mal schauen, beobachten der Kunden, befragen der Kunden, in der Analyse der gesamten Ausgangssituation ist es branchenspezifisch, ne? Wie stark sind die Leute da sozusagen überhaupt ansprechbar, wie stark verfolgen die ganz, ganz klare Ziele. Und wie stark schlendern die und bummeln die und sind sozusagen an der Stelle auch sehr viel stärker Reizen gegenüber offen. Das muss man natürlich im Vorfeld erstmal von seinen Kundinnen und Kunden erstmal wissen. Und ein weiterer Punkt von mir wäre durchaus auch mal Mut zu einer neuen Kombination, also einfach mal Sachen nicht nur ausprobieren, sondern sich ein Konzept überlegen, das dann multisensual gestaltet ist und vielleicht auch erstmal versuchen, im Sinne einer Differenzierung anfängliche Widerstände zu überwinden, in dem Vertrauen darauf, dass die Konsumenten natürlich auch lernfähig sind. Und belohnt wird man dann am Ende mit einem einzigartigen, differenzierenden Produktkonzept, mit dem man sich von anderen unterscheidet, weil man eben nicht immer nur auf dem Gelernten der Konsumenten ansetzt, sondern eben auch mal versucht, neue Wege zu gehen. Dann würde mir einfallen, die Modellvorstellung, die wir auch schon mal diskutiert haben, nämlich dass man unterstellt, dass die Kundinnen und Kunden eine bestimmte Motivstruktur haben, die ist ja sehr, sehr hilfreich, finde ich. Ich würde auf jeden Fall auch immer empfehlen, Modelle zu haben, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, sobald man es besser weiß, ne, also das ist ja sozusagen super allgemein, aber sobald man seine Kundinnen und Kunden etwas besser kennt, ne, kann man natürlich das auch ein bisschen mehr spezifizieren. Aber immer davon ausgehen, dass die Leute latent irgendwo auch ansprechbar sind auf bestimmte Kanäle und die irgendwie dann abklopfen, das eigene Angebot abklopfen, wo man die eventuell bedienen kann. Ne? Also wie gesagt, solange man es nicht sehr viel besser weiß, ohnehin schon, weil man meinetwegen schon andere Studien bei seinen eigenen Kunden gemacht hat, dann in Gottes Namen dann eben so ein etwas allgemeineres Modell als Vorstellung. Da kann man dann in der Tat gucken, ob die Motive, die man eben aus dem Modell ableiten kann, ob die durch Anreize, die man selber im Laden setzen kann, ne? Also Beispiel eben auch Gamification im Laden, ist das ja theoretisch ja auch nicht unmöglich, ob man die dann eben bedienen kann. Und wie gesagt, wenn man es besser weiß, ne, und auf viel, viel niedrigere Ebenen, viel, viel spezifischere Ebenen gehen kann, weil man das von seinen Leuten nun einmal weiß, ne, dann go ahead, dann nimm natürlich diese Ebene, ne. Ich könnte noch einen Punkt nennen zum Thema Produktqualität. Die muss natürlich unterm Strich stimmen. Es ist natürlich, sollte man jetzt nicht der Versuchung erliegen, großes Brimborium zu betreiben im Geschäft und tolle Erlebnisse zu vermitteln beim Einkaufen. Und am Ende stimmt die Produktqualität der Produkte, die man mit nach Hause nimmt, nicht. Also das ist für mich so ein Hygienefaktor. Das heißt, nicht versuchen, durch Inszenierung am Point of Sale irgendwelche anderen Sachen zu überspielen, sondern im Kern muss man immer authentisch sein. Sehr schönes Schlusswort aus meiner Sicht. Wir können auf 5 kommen, wenn ich jetzt sage, was Musik betrifft, haben wir tatsächlich am Ende unseres Papers eine kleine Liste an Empfehlungen. Kann der Zuschauer sich ja einfach angucken. Ja. Okay, dann haben wir 5. Gut. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass. Ja, vielen Dank für die Gesprächsrunde. Ich von meiner Seite aus freue ich mich sehr über das Gespräch, über die spannenden Inhalte und auch natürlich zuletzt für den Bezug auf das Buch, das man ja kaufen kann, das ich in Bibliotheken leihen kann. Lesen vor allen Dingen, das ist das Wichtige, wo immer man es hernimmt. Hauptsache leben, genau. Vielen Dank von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und freue mich, von euch weiterzulesen und zu hören.
Thank you.